nicht Schwabe auch mal lachen oder bloß langweilig Häusle bauen. Auf jeden Fall ein interessantes Thema, zu dem wir ein paar besonders lustige Gesellsbären heute eingeladen haben. Der Hartmut aus Türkheim, Vorstand der Bürgerinitiative Türkheim, muss lustiger werden. Irene aus Untertürkheim, bei ihre Bürokollegin bekannt als die fetzige Irene. Bernd aus Vordertürkheim, Gewinner der goldenen Stinkbombe 2008. Der Dietmar aus Hintertürkheim, dessen Parole ist, wer zuletzt lacht, lacht am lautesten. Und last but not least der Günther aus Stuttgart, früher bekannt als der Partyfäger von Ditzingen. Irene, ich fang mal mit dir an. Du hast mir erzählt, dass es bei euch in der Firma, obwohl ihr ein typisch schwäbischer Betrieb seid, besonders lustig zugeht. Stimmt es? Absolut, Anne. Also da kann ich dir nur beipflichten. Also bei uns in der Firma herrscht das super fetzige Stimmung. Weißt, meine Mädels und ich, wir machen dann zum Teil so coole Gags wie Filtertüte von der Kaffeemaschine verstecken oder einfach mal Kalkopierpapieren kopieren. Hartmut, du bist Vorstand vom Witzverein und natürlich muss ich dir als erstes die Frage stellen, wie steht's um den Fun in Türkheim? Hätte es jetzt ein witziger Spruch sein sollen, oder was? Kann ich jetzt drüber lachen. Ja gut, der Hartmut denkt sich sicher gerade einen neuen Joke aus. Günther, dann wende ich mich jetzt einfach mal an dich. Du kommst ja ursprünglich aus Ditzingen und warst schon als ziemlicher Fäger bekannt und hast dir deinen Humor bis heute bewahrt. Ist das richtig? Richtig ist, dass der Wahltag aus vielen einzelnen Gründen besteht. Das heißt, die Wähler haben... Soll das jetzt witzig sein? ...vergeben und... Die Frage war jetzt ja eher so gemeint, ob du und vielleicht deine Kumpels immer noch gute Witze drauf haben. In Baden-Württemberg, in Bayern und Niedersachsen, CDU oder CSU und FDP. Das sind 50 Günther, Millionen... Günther, wieso musst du jetzt so ernst daherreden? Hier geht's doch darum, ob man Humor hat oder nicht. Du könntest doch auch mal locker sein. Könntest doch mal etwas Lustiges machen. Dir ein Strähnle in den Haarfarbe also oder sowas. Günther, ich geb's noch nicht ganz auf. Glaubst du denn nicht, dass du wieder so lustig sein könntest wie früher? Nein, das glaube ich nicht. Zum einen ist Bayern ein starkes Land, die wirtschaftliche Stärke, die kulturelle Stärke. Also ich höre mir es jetzt nicht mehr länger mit. Oh Günther, wieso hängst du denn jetzt da Hanna, der Abklärer, da raus? Gestern warst du doch total lustig und hast in der SMV-Vollversammlung wieder eine Stinkbombe geschmissen. Das stimmt schon, der Günther hat sich in letzter Zeit um die fetzigste Witze immer drum herum gewunden. Und bei dir wendet sich gerade ein Butzemeckel aus der Nase. Sag mal, wo sind wir denn eigentlich da, Hanna? Also Anne, das finde ich jetzt nicht fair, dass du da Hanna auf mich nahe wirst und dich über mich lustig machst. Wieso ist das super lustig, wenn du ein Butzemeckel an der Nase hast? Kann ich drüber lachen. Also ich muss nochmal betonen, dass ich das ganz seltsam finde, dass du so einen auf Ernst machst, der Hanne Günther. Du bist doch ein lustiger Kerle. Erst letzte Woche hast du aus meiner Kreidler aus der Reife die Luft rausgelassen. Es war doch witzig. Hast du ein 50er oder ein 80er? Ja, das hätte mich jetzt schon interessieren. Jetzt links wieder vom Thema ab. Dabei hast du auch manchmal einen Butzemäckel an der Nase. Wir haben ja eigentlich für eine große Koalition eine Halbzeit. Ich glaube, wir hängen es für heute an den Nagel. Zusammenfassend kann man sicherlich sagen, dass es bei den Schwaben nichts zum Lachen